Gebet ist ein wichtiges Werkzeug im Einsatz für verfolgte Christen, das wir häufig unterschätzen. Das sagte der Pastor der freikirchlichen All Nations Church, Isaac Liu, bei einem Gebetsmarsch für verfolgte Christen am 18. Mai in Bochum. Die Veranstalter wollen Christen in Deutschland dazu aufrufen, die Religionsfreiheit in ihrem Land zu nutzen, um die Christenverfolgung in anderen Ländern zu thematisieren. So Johannes Dappen, der Referent des Hilfs- und Missionswerks AVC, Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. An dem Gebetsmarsch nahmen nach Angaben der Polizei rund 350 Menschen teil. Sie verteilten Flugblätter an Passanten und machten mit Gebeten und Sprechchören auf die weltweite Christenverfolgung aufmerksam. Zu welchen Fragen soll sich die Kirche äußern? Darüber stritten zwei evangelische Theologen auf Einladung der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA, der Fernsehjournalist Arndt Henze und der Historiker Benjamin Hasselhorn. Henze zufolge ist die Kirche ein wichtiger Akteur der Gesellschaft. Sie muss ein Gesprächsort für Menschen unterschiedlicher Ansichten sein. Das sei keine Politisierung der Kirche, sondern Demokratieengagement. Hasselhorn dagegen kritisierte, dass sich die Kirche ins Politisieren flüchte und dabei Glaubensfragen vernachlässige. Mich interessiert nicht, was ein Prediger zu Donald Trump zu sagen hat, sondern was er zu meiner Lebensrealität zu sagen hat. Nach Hasselhorn gibt es bei der evangelischen Kirche eine Neigung zur Hypermoral und Hybris. Das sei besonders der Fall, wenn man die eigene politische Meinung mit dem Heiligenschein des Evangeliums schmücke. Am vergangenen Wochenende fand auf der Burg Rieneck in Unterfranken die 50. Bundesversammlung des Verbandes der christlichen Pfadfinderinnen und Pfadfinder, kurz VCP, statt. Laut Nils Nowitzki ist das Anliegen des Verbandes, dass Kinder und Jugendliche in ihren Stärken gefördert werden und aktiv Gemeinschaft leben. Pfadfinden ist nicht nur ein Hobby, sondern es bringt auch etwas für den Alltag, für das Berufsleben. Zum Beispiel Projektmanagement, Teamgeist, Gruppenleitung. Natürlich spielt bei uns Glaube auch eine Rolle. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Wir schreiben nicht dem Mitglied vor, das ist der richtige Weg, sondern der VCP lebt durch jedes Mitglied von einer Vielfalt. Wir haben verschiedene Angebote, christliche Werte werden bei uns gelebt, Andachten gefeiert und Gottesdienste. Antonia Manz, Referentin des VCP für Vielfalt, beschreibt, welche Schwerpunkte der Verband sich aktuell in seiner Arbeit setzt. Und wir wollen für mehr Barrierefreiheit in unseren Einrichtungen sorgen und für mehr soziale Gerechtigkeit, dass jedes Kind, egal welche Einschränkungen es hat oder welchen finanziellen Background es hat, die gleichen Möglichkeiten hat, bei uns zu partizipieren. Im VCP sind nach eigenen Angaben bundesweit rund 47.000 Menschen aktiv. Weltweit gibt es rund 50 Millionen Pfadfinder.